Wir machen lauter tolle Möbel, sehr individuell. Also ich habe jetzt keine Möbel von der Stange oder das schaut jetzt auch nicht jedes Möbel gleich aus. Der hat 2 Schubladen drin, der andere hat 4 Schubladen drin, der hat es in Eiche, der hat es in Buche. Also das Individuelle lege ich ganz großen Wert darauf, damit er das entsprechend so beraten kann. Es gibt da Leute, die sammeln Seifen. Dann wollen die in einem Bordschrank lauter so kleine Fachal haben, wo es die entsprechenden Seifen quasi präsentieren können, wenn sie die aufmachen, dass die dann da schön in der Verpackung drin liegen. Ich habe Kollegen, die kaufen halt einmal beim Großhändler 1000 Griffe, weil die gerade im Angebot sind. Das gibt es bei mir nicht. Weil gerade der griffbare Ausdruck ist, hinterher die Persönlichkeit auch vom Kunden ein bisschen widerspiegeln soll, was zu ihm passt. Ich mache ihm schon ein paar Vorschläge natürlich, wenn ich den Rest von der Wohnung sehe, was könnte passen, dass er da was wirklich Spezielles kriegt. Also meine Beratung dahingehend auf die Individualität, das ist jetzt schon einzigartig, sage ich mal. Das machen jetzt echt wenige. Wir fertigen so im Innenbereich alles, was man aus Holz machen kann. Da gehören Küchen dazu, auch Bäder zum Beispiel. Viele Kunden meinen beim Bad, das funktioniert nicht, aber Badmöbel, Badschränke, Badewannenverkleidung, das kann man alles ganz gut aus Holz machen. Wenn wir es dann beim Kunden so perfekt präsentieren und aufgebaut haben und das alles hinterher fertig ist und dann der Kunde hinterher kommt und sagt, es ist eigentlich besser, als ich mir vorgestellt habe. Das ist eigentlich das Schöne dran. Mein Name ist Alexander Eberherr und ich bin Inhaber der Schreinerei Eberherr.